Rudi Noser, an der heutigen Pressekonferenz kritisieren Sie den Verteilungsbericht des SGB und sagen, die Linke solle zuerst bei sich anfangen, um den Mittelstand zu entlasten. Was meinen Sie genau damit? Ja, wenn Sie die Statistiken genau anschauen, dann stellen Sie fest, dass die untersten 10%, wenn man alle GAV-Ausbauten dazu zählt, genau gleich viel Lohnerhöhung bekommen haben wie die obersten 10%. Und in der Mitte, die sagen wir 25-75%, die haben effektiv unterdurchschnittlich profitiert. Rudi Noser, heute geht es uns in der Schweiz sehr gut, dank liberaler Politik. Was hat die FDP dazu beigetragen und was werden wir in Zukunft tun? Ich glaube, etwas vom Wichtigsten für den Mittelstand ist, dass wir möglichst wenig Schulden haben, denn der Mittelstand wird die Schulden bezahlen, die wir anhäufen. Wir haben 23 Milliarden Schulden abgebaut, wir haben die IV saniert, wir haben die Arbeitslosenversicherung saniert, wir werden auch die AV jetzt sanieren, dank Didier Burkhalter und unseren Vorschlägen in Luzern, so dass der Mittelstand weiß, dass er in Zukunft sicher nicht mehr Steuern und Lohnabzüge bezahlt, sondern es ungefähr gleich viel ist wie heute. Oder vielleicht, wenn man das Glück hat, mal zurückgeht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir Familienbetreuungsarbeiten entlasten, steuerlich entlasten, dass wir die kalte Progression ausgleichen. Das sind die Dinge, die dem Mittelstand wehtun. Dann das ganz Wichtige am Schluss, dass wir die Krankenkassenprämie unter Kontrolle kriegen und dass wir endlich die Anspruchshaltung der Linken da eine klare Absage machen und den Leistungskatalog auf das minimieren, das nötig ist, um gesund in diesem Land zu leben und nicht um einen Luxusanspruch zu erstellen. Vielen Dank.